So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wieder eine Figurenvorstellung. Und hier haben wir den Showstopper Mr. WrestleMania himself in der Elite Flashback Kollektion WrestleMania Series Edition. Hier in der Verpackung, die neu gestylt wurde für diese Ausgabe. Hier die Geschichte von WrestleMania. Ex-Outfit WrestleMania 14, die Story mit Mike Tyson, und dann würde ich schon sagen, holen wir den Kerl aus der Verpackung, damit ihr ihn auch so seht, wie er ist. Also dann bis gleich. Und hier haben wir den Showstopper außerhalb der Verpackung in seinen WrestleMania 14 Attire, die Generation X. Etwas schwierig aus der Verpackung zu bekommen, durch die Gummiklamotten. Aber man muss eins sagen, diesmal sind die Gummiklamotten nicht so extrem hart. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Hier haben wir den Facecan des Heartbreak Kids. Gut gelungen, finde ich. Ein etwas jüngerer Facecan. Auch hier noch leicht zu sehen die Brustbehaarung. Dann seine roten Wrist-Tapes, die er hier trug, mit dem DX-Symbol. Auch sein Tattoo ist vorhanden. Hier sein Ponytail, wie er ihn damals hatte. Hinten die Aufschrift D-Generation X, HBK. Die Fahnen im Texas-Style. Ich ziehe Ihnen jetzt mal das Outfit nicht aus, denn es ist... ja, wie gesagt, wieder ein Gummi-Outfit, zwar etwas flexibler, aber dennoch extrem, ja, kompliziert zum Schließen und Öffnen, ohne dass man was kaputt macht. Er hat auch hier, wie ihr sehen könnt, seine Herzenlogos auf den Beinen, wie damals, die schwarz-silbernen Boots. Und ja, meines Erachtens ist das Ketten-Outfit, also die Kettenchaps und die Kettenweste, die er damals hatte, hätte man vielleicht etwas anderes gestalten können. Wie ihr schon seht, es geht hier immer auf und die Figur steht recht kompliziert mit den Teilen. Aber trotzdem eine gelungene Figur, finde ich. Und wird meine Sammlung hervorragend ergänzen. Und somit möchte ich mich schon wieder bei euch bedanken. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und vielleicht sogar ein Abo, das würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.